and I slam it when I'm done to discourage the blokes from even picking up the mic. Can't receive. Und jetzt rufe ich gleich auf die AB-Klasse, AB und AT. Fahren wir bitte zum Start. Alle bitte hier vor zu Start und Ziel. Macht euch hier bereit. Ich mache gleich mal einen Hinweis wieder zum Reglement. Jeder Fahrer fährt auf eigener Rechnung und Gefahr. Wir fahren jetzt nach der Sportordnung und den Betriebsbestimmungen des BDR. Straßenverkehrsordnung ist unbedingt einzuhalten. Die Rennstrecke ist nicht vollständig für den Straßenverkehr gesperrt. Die Fahrer, die durch welche Überrundung überrund abmelden. Elektronische Kommunikationsmittel, Funkhandys und so weiter sind verboten. Bei Raddefekten kann der Schaden jederzeit behoben werden. Bei Schutzmaterial kann man nicht verstanden. Das ist 5, 3, 2, 1, ab geht's. Hier für die Elite, für KT und die AB-Rennfahrer, die sich jetzt hier gleich auf den Weg machen.
Kolonie, da ist er wieder angefahren. Das war abgekürzt, trotzdem ist auch immer 13 hier. Ja, hoch. Ich glaube, das hat sich ein bisschen sortiert, da hat man sich zusammengefunden. Aber da hat einer rechts den Weg genommen und geht in die Offensive hier. Das ist die Nummer 3. Der Christopher Henny. Geht in die Wertungsrunde, Fahrer. Nächste Runde, Wertungsrunde. Unheimlich schnell im Rennen. Schauen wir, wie das jetzt hier die Abnahme erfolgt. Abnahme zur Wertung. Fahrer kommen rein. Breit aufgefächert. Da sind einige, die Ambitionen haben. Schauen wir uns an, wie es ausgeht. Ja, ja. Thank you.
Strand oder so auf Sachen. Wenn da so ein Seefahrer hinfliegen, haben die Beine gesehen. So, und wir sind hier in der Abnahme und da hat schon einer, glaube ich, ganz deutlich klar gemacht. Wenn es ins Geld geht, da ist er hier vorne. Ich habe ein bisschen Spielgestellung, wie die er da rausgefahren hat. Das ist jetzt wieder ganz, ganz geschickt angeschlossen. Ich bin nur dann drauf und ich bin da hin. Meine Wertung, Meine Wertung,
gesagt, du musst weit weg, komm weiter hoch! Ja, Fahrer. Die Bewegung von den Kohlen, dass hier die 5 angezeigt ist, ist die nächste Wertungsrunde, dass hier die 5 vor 5 gemahlen Runden angezeigt ist, dann ist Werden. Dann kommt die nächste Wertung für euch. Ja, und jetzt sind 3 Mann, haben sich jetzt auf die Reise gemacht, da sind 3 Mann unterwegs. Nochmal, wenn hier die 5 ansteht, dann ist die nächste Wertung und dann kommt die Schlussrunde, die Schlusswertung natürlich noch. Thank you.
KT-Team Stuttgart aus der schwäbischen Landeshauptstadt. Herzlichen Glückwunsch, Georg Löw. Auf Platz 2, der Fiesi, wie genannt wird, Andreas Wiesgarten vom KT-Team Bota Lotto aus Koblenz. Herzlichen Glückwunsch. So, und der wohlverdiente Sieger, der aktuelle deutsche Crossmeister, den wir auch für die Cross-Saison, die ja jetzt schon in den Startlöchern steht, alles Gute wünschen. Der Sieger, Felix de Hoop. Er kommt ebenfalls vom Team Bota Lotto aus Koblenz. Ja, schwarz-gelb, nicht zum Verwechseln, nennt man Borussia Dortmund. Da sind die Fahrer vom Team Bota Lotto aus Koblenz und der Georg Löw vom KT-Team aus Stuttgart. Ja, Georg Löw vom KT-Team Stuttgart, auch eine schlagkräftige Gruppe, spielen auch in der Bundesliga. Ne? Das war klar, ja eben, wo war es noch genau? Das war ja das letzte Bundesliga-Rennen. Letzter Abstiegsrennen. Ja, Kota hat gewonnen. Das Maximilian Weisheit, denke ich, verdienter Sieger. Wunderbar, der Maxi, gell? Hat einen rausgehauen. Ja, da haben wir schon lange drauf gewartet. Das war ein Verbesserungsvorschlag. Ja. Sam Schmerzen hat man bei den Jungen. Ja, nochmal ein Beifall, ein Schlussbeifall, meine Damen und Herren, die ersten drei. Felix Funk, Georg Löw, Andreas Wiesgarten.